Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Undertale-Freunde. Jo, wir machen wieder weiter. Am Hauptmenü sieht man, hat sich bis jetzt noch nichts geändert, weil wir ja noch keinen neuen Boss besiegt haben. Aber, na, erstmal weg mit der Maus, wie immer. Aber wir starten jetzt direkt wieder rein beim Dockhaus in Snowdon. Jo. Seems like the base of a snow dock. Hier hat sich nicht viel geändert. Wir rutschen hier über den netten Schalter und gucken mal, was uns diesmal auf den Kopf gesetzt wird. Ein Hut. Gut. Gehen wir hier weiter. What a tidy doghouse. Wuff. Wuff. Wuff, ja. It's a Snowpuff. And this is a Snowpuff. Ja, was auch immer ein Snowpuff ist. This, however, is a Snowpuff. Wahrscheinlich ein Schneehügel. Surprisingly, it's a Snowpuff. Snowpuff. Is it really a Snowpuff? Und das hier ist sicherlich auch ein Snowpuff, oder? Behold, a Snowpuff. There is 30G inside this. What is this? It's a Snowpuff. And this is a Snowpuff. Ja, wir können das nochmal wiederholen. This, however, is a Snowpuff. Surprisingly, it's a Snowpuff. Snowpuff. It's really a, is it really a Snowpuff? Behold, a Snowpuff. What's this called? A Snowpuff, natürlich. Gut, gehen wir mal zu dem Snowpuff. Ja. Oh. Wuff, wuff. Wir sind nicht süß. Oh. Ja. Das Dog-Team. Ich liebe das Team. Das ist so total schräg. Okay, Act. Greater Dog, check. Greater Dog, attack 15, defense 8. It's so excited that it thinks fighting is just play. Oh. Das ist ungemütlich. Und guckt euch mal an, wie viele Hundegesichter ihr hier so findet. Also auf den ersten Blick zähle ich jetzt mal 3. Nämlich sein Arm, sein eigenes, sein Speer und sein Bracer an der linken Hand. It smells like fleshy squeezed puppy juice. Okay. Greater Dog. Wir können ihn ignorieren, das wird er aber wahrscheinlich nicht mögen. Er freut sich nämlich mit uns zu spielen. Wir können ihn mal petten. Greater Dog is too far away to pet. You just pet the air. Oh, bug, bug. Oh, ja. Greater Dog is watching you intently. Okay, dann rufen wir ihn mal. Oder versuchen wir mal mit ihm zu spielen. Greater Dog is not excited enough to play with. Wow, war knapp. It smells like freshly squeezed puppy juice. Okay, dann rufen wir mal. You call the Greater Dog. It bounced towards you, flecking slobber into your face. Ja, wer möchte nicht von einem großen, in Rüstung steckenden Hund abgeschleckt werden? Wow, bark, bark. Bark, bark. Ja, bark, bark. Greater Dog is seeking affection. So, jetzt können wir dich aber sprechen. Greater Dog curls up in your lap as it is pet by you. It gets so comfortable it falls asleep. Tss. Then it wakes up. It's so excited. Ja. Greater Dog is patting the ground with his front paws. Petten wir dich nochmal. Greater Dog's excitement is creating a power field that prevents petting. Ja, Greater Dog is halt au. Greater Dog is petting the ground with its front paws. Ja. Dann müssen wir jetzt mal mit dir spielen, um dich müde zu kriegen. You make a small ball and throw it for the dog to fetch. It splats on the ground. Greater Dog picks up all the snow in the area and brings it to you. Now dog is very tired. It rests his head on you.
Oh, das ist so süß eigentlich. Wow. Diesmal nicht, Kumpel. Greater Dog wants some TLC, was auch immer TLC ist. Pet. As you pet the dog, it sinks its entire weight into you. Your movement's slow, but you still haven't pet enough. Ja, jetzt sind wir langsamer. Pet capacity is 40%. Okay, petten wir weiter. You pet decisively. Pet capacity reach 100%, yeah. The dog flops over with its legs hanging in the air. Oh, er barkt wieder. Bark, bark. Bark, bark. Greater dog is contented. Na komm, petten wir nochmal. Tummy rubs are forbidden. No. Keine Tummy rubs. Greater dog is contented. Dann sperren wir dich mal. You won, you earned 0 XP and 40 gold. Yay. Oh. Wie auch immer er das mit der Rüstung macht. Vielleicht sind es zwei Hunde. Würde Sinn machen. Okay, wir haben Greater Dog besiegt. Und können jetzt diese tolle Brücke überqueren. Oh, Sans und Papyrus mal wieder. Human, this is your final and most dangerous challenge. Behold the Gauntlet of Deadly Terror. Vor allem der Hund da oben. Ja, ein riesengroßer Pfeil, eine Schwingkeule. Da unten ist, glaube ich, Feuer. When I will say the word, it will start. Cannons will fire, spikes will swing, blades will slice. Each part will swing violently up and down. Only the tiniest change of chance of victory will remain. Are you ready? Because I am about to do it. Ja, eine Kanone ist da unten noch und noch ein Pfeil. Well, what's the hold up? Er hat sicherlich das geheime Codewort vergessen, oder? Hold up? What hold up? I'm about to activate it now. Sehr activated sieht das Licht aus. Genau, that doesn't look very activated. Well, this challenge, it seems, may be too easy to defeat the human with. Yeah, we can't use this one. I'm a skeleton with standards. My puzzles are very fair, and my traps are expertly cooked. Ja, so eine gut gekochte Bärenfalle hat doch was, oder? But this method is too direct, no class at all. Mhm, er hat das Codewort vergessen und will es nicht zugeben. Away it goes. Ja. Phew. What are you looking at? This was another decisive victory for Papyrus. Nye. Ja. Sehr toll. Sans, du bist eine tolle Hilfe. I don't know what my brother's going to do now. If I were you, I would make sure I understand blue attacks. Ja. Wir haben sie bis jetzt schon verstanden eigentlich. Hoffe ich mal. Und ja, Snowden. Welcome to Snowden Town. Da steht kein Town. Da steht nur Snowden. The sight of such a friendly town fills you with determination. Ja, eine Stadt voller Monster. Use the box. Yes. Weil ich tue jetzt den Stick mal weg. Obwohl, nee, ich behalte den Stick. Das wird nämlich nachher noch lustig. Jo. Shop. Hello, Traveler. How can I help you? Ja, eine Häsin mit Hut verkauft uns hier Zeug. Und wir können Sachen bei ihr verkaufen. Huh? Says something? Does this look like a pawn shop? I don't know how it works where you come from, but if I started spending money on old branches and use bandages, I'd be out of business in a jiffy. Hello, Traveler, how can I help you? Also, wir können nichts bei ihr verkaufen. Wir können mal mit ihr reden. Care to chat? Say hello. Here, welcome to Snowden. I can't remember the last time I saw a fresh face around here. Where did you come from? The capital?
You don't look like a tourist. Are you here by yourself? Wir sind ein Mensch, aber das weiß sie wohl nicht. What to do here? You want to know what to do here in Snowdon? Gribbies has food and the library has information. If you are tired, you can take a nap at the inn. It's right next door. My sister runs it. And if you are bored, you can sit outside and watch those wacky skeletons do their thing. Ja, das habe ich bis jetzt schon die ganze Zeit gemacht. Langsam wird's langweilig. There's two of them. Brothers, I think. They just showed up one day and asserted themselves. The town has gotten a lot more interesting since then. Oh, das ist doch toll, oder? Town history? Think back to your history class. A long time ago, monsters lived in the ruins back there in the forest. Long story short, we all decided to leave the ruins and head for the end of the caverns. Along the way, some fuzzy folk decided they liked the cold and set up camp in Snowdon. Oh, and don't think about trying to explore the ruins. The doors been locked for ages. So unless you are a ghost or can burrow under the door, forget about it. Ja, so ist Snapsterblug ja in die Ruinen gekommen. Und sie weiß nicht, dass wir auch aus den Ruinen gekommen sind. Your life. Life is the same as usual. A little claustrophobic. Ja, wenn man in so Höhlen eingesperrt ist. But we all know deep down that freedom is coming, don't we? As long as we got that hope, we can grit our teeth and face the same struggles day after day. That's life, ain't it? Also ja, sie scheinen hier ziemlich zufrieden sein in Snowdon Town. Hello Traveler, how can I help you? Wir können Sachen bei ihr kaufen. Tough Globe, Manly Bandana. Ein Bicycle, das ist was zum Essen. Und ein Cinnamon Bun, also ein Zimtbrötchen. Nein, wir kaufen ein Bicycle. Das ist nämlich billiger und halt genauso viel, nur halt auf zweimal. Und da wir eh nicht 22 HP auf einmal heilen müssen, reicht uns das erstmal. Hello, Traveler. Nein, ich will nichts mehr kaufen. Hello, Traveler. How can I help you? Exit. Bye now. Come again sometime. Ja, Ausrüstung kaufen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir gucken uns mal das Inn an. Da hoch können wir nicht. Da müssen wir wohl ein Customer sein. Mom says that sleeping can recover your health above your maximum HP. What's maximum HP? Hasenpunkte. Ja. Welcome to Snowdon Inn. Snowdon's premier hotel. One night is 80 G. Ah, wir haben genug Geld, also bleiben wir mal. Here's your room key. Make sure to bundle up. Ja, wir schlafen mit dem Gesicht auf dem Bett und hören uns das Geschnarche vom Nachbarn an. Ja. Ja, you look like you had a great sleep. Which is incredible, because you were only up there for about 2 minutes. Ja. Here's your money back. You can pay me if you're going to stay overnight. Auf wie nett. Ja, und das hatte die Auswirkung, dass wir jetzt 30 HP haben statt nur 20. Jedenfalls augenblicklich, also wir sind über dem Maximum drüber. Was für nachher ziemlich gut ist. Don't want to walk to the other side of town? Try the Undersnow Tunnels. They are efficiently laid out. Ja, so können wir die ganze Stadt überspringen. Was allerdings nicht so toll ist. It's locked from the inside. Mhm. Also wieder zurück. Hallo du. That lady over there. Something about her disturbs me. I think I figured it out.
No, never mind. Isn't my little cinnamon just the cutest? Bun buns are so adorable. Bun 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 bun. Ja. Eine Hasenfrau, die ein Hasenhaustier spazieren schickt. It's a carefully decorated tree. Some of the presents are addressed from Santa to various locals. Oh, ist hier Weihnachten? Awful teens tormented a local monster by decorating its tree like horns. Ja, dem Monster sind wir schon dreimal begegnet und haben es dreimal undecorated. So we started giving that monster presents to make it feel better. Now it's a tradition to put presents underneath a decorated tree. Guess it was a good thing that those teens tormented that monster? Definitiv nicht. Darauf hättet ihr auch so drauf kommen können. Ja, gut. Und du? Yo, you're a kid too, right? I can tell cause your wearing a striped shirt. I wonder if that weird skeleton is an adult or a kid. Also ja, alle Kinder tragen gestreifte Shirts. This town doesn't have a major. But if there's ever a problem, a skeleton will tell a fish lady about it. Tolle Demokratie. That's politics, ja. Politics. Politics. Und das hier wird wohl Grillbeiß sein. Gut, gehen wir mal rein in den Laden. Oh. Also erstmal sind hier ein paar ziemlich abgefahrene Leute. Und alle Hunde. You better watch where you sit down in here, kid. Because that big guy will jump onto your lap and give you lots of love and attention. Ja, greater dog. We are sentries, but we never get any respect. I wish those skeletons would throw us a bone. We love bones. Ja. Gut, die sagen nichts Neues mehr. Manche sagen nämlich, wenn man sie nochmal anspricht, noch was anderes. I'm thinking of getting a spiked collar to show off my personality. It makes a statement like, attach a leash to me and take me for a walk, please. Ja, Doggo ist wirklich unten durch, seitdem wir ihn mit dem Geisterstock gequält haben. Was hat Greater Dog zu sagen? Nein, Doggo, du warst schon dran. Okay. Greater Dog hat viel zu sagen. It's playing poker against itself. It appears to be losing. Ja, gegen sich selber kann man nur verlieren. I put out a line for some girls today. Ach, ist von dir die Angelleine? Someone told me that there are plenty of fish in the sea. Well, I'm taking that seriously. I'm literally going to make out with a fish. Ja, er ist selber ist ja ein Fisch. I guess I could ask out Undyne. Wo ist Undyne? But I think she likes someone already. Okay, merken wir uns mal, dass Undyne jemanden mag. Jemanden, den wir noch nicht kennen wollen. Those dogs are part of the Royal Guard. The elite military group led by Undyne. Ah, Undyne ist also die Chefin der Royalen Garde. Ja, der königlichen Wache. She's rude, loud and beats up everybody who gets in her way. Klingt ja sehr sympathisch. Der Fisch hier sollte sich überlegen, ob er sie anquatscht. It's no wonder all the kids want to be like her when they grow up. Ja klar, wer möchte nicht gerne ein Schlägertyp sein? I want to be like Undyne when I grow up too. Ho ho ho, bist du nicht schon erwachsen? Gut, reden wir mal mit ihm hier. No matter where I go, it's the same menu, the same people. Help, I want new drinks and hot guys. I guess the bartender's kind of hot. Okay, du bist total besoffen. Und du bittest mich nicht. Isn't human food different from monster food? It does things like spoil. And when you eat it, it passes all the way through your whole body.
Disgusting. I'd love to try it sometime. And I've heard they have things called bathrooms. Okay. Du bist creepy. Und du? The capital's getting pretty crowded. So I've heard they are going to start moving here. I don't want to see the erasure of our local culture. But I definitely want to see some city slickers slip onto their butts. Yeah, bring him on. Also der hat was dagegen, wenn Leute aus der Hauptstadt, die wir wohl später sehen werden, hierher wandern nach Snowden. Grimby said that he offer you a glass of water, but he doesn't touch the stuff. Okay, also wir verstehen Grimbys nicht, aber die Ente da scheint ihn zu verstehen. Und er mag uns kein Wasser geben. Gut.